Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die von Brate für Brate Box von Toni D'Arcy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Von Brate für Brate von Toni D'Arcy. Was natürlich direkt auf den ersten Blick mal auffällt, ist, dass wir hier keine, ich sag mal, normale, reguläre Box haben, sondern wir haben hier so eine, ja, Kartonbox, relativ schlichten Karton, auf den einfach nur dieses Blatt, diesen Flyer, was auch immer das ist, aufgeklebt wurde. Und von daher relativ simpel oder, ja, ich sag mal, billig gestaltet die Box. Wir lesen hier, Toni D'Arcy präsentiert, von Brate für Brate, Limited Box Set, enthält Audio-CD, T-Shirt in Größe L und DIN A3 Poster. Alles klar. Ansonsten, man sieht schon, komplett in Braun gehalten und sonst keine Infos auf dem Karton. Wir haben einmal ein T-Shirt, das Album und ein Poster. Das war's schon. Die Box gleich mal wieder zumachen. So. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Wir haben es hier zu tun mit einem Digipack von Brate für Brate. Hier sehen wir zweimal Toni D'Arcy, wie er mit sich selbst einschlägt bzw. die Hand gibt. So, was haben wir hier? VBFB, von Brate für Brate wird das wohl heißen. Also das ist hier eine Widmung bzw. Danksagung. Könnt ihr natürlich gerne auf Pause drücken und euch die in Ruhe durchlesen. Ja, Booklet haben wir, wie man sieht, keines. Das ist die CD. So sieht das Ganze aus. Rückseite glatt schwarz. Von Brate für Brate lesen wir hier Toni D'Arcy. Und auf der Rückseite haben wir 20 Tracks. Wir haben einige Features. Wir haben Chelo und Abdi, Timeless, Sinan G, Echo Fresh und Brenner, Juice, Cassie und Jablo. Okay, kenne ich nicht. Vega, Yassir, Brenner und nochmal Echo Fresh. Gut, meine Lieblingstracks auf dem Album sind einmal Track Nummer 1, Mutafika. Und Track Nummer 16 von Brate für Brate. Okay, dann haben wir ein Poster. Wie zu erwarten, auch hier nochmal das Cover abgebildet. Im Hochformat von Brate für Brate. Einseitig bedruckt das Ganze. Und als dritten und letzten Boxinhalt haben wir noch ein T-Shirt. Hallo Brä lesen wir hier in blau, hellblau, mittelblau. Also es ist dasselbe Blau wie auch schon hier auf der CD. Blau auf schwarz. Und hinten, gefällt mir gut, haben wir einen Neckprint von Brate für Brate Rufzeichen. Wir haben es zu tun mit Fruit of the Loom, Größe L natürlich. Classic Value Weight und hier haben wir dann noch die weiteren Infos. Also, wir haben Made in Marokko und 100% Baumwolle. Alles klar, schauen wir es jetzt mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über die Brust den großen Schriftzug in Blau. Hallo Brä mit Rufzeichen. Und zweimal unterstrichen und das Ganze eben in dieser, ja, Graffiti- bzw. Pinseloptik, wenn man mit dem Spruch was anfangen kann. Also rein vom Designer finde ich es echt gelungen, auch wenn der Spruch oder die Aussage jetzt natürlich nicht so meins ist oder ich generell, ja, jetzt nicht so der größte Toni D'Arcy Fan bin, aber ansonsten jetzt rein von den Farben her finde ich es auf jeden Fall eine gelungene Kombination.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, das Album im Digipack und das Poster im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box von Brate für Brate von Toni der Asi. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Toni der Asi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.